Hallo zusammen. Heute möchte ich euch ein Messer vorstellen, von dem man immer wieder hört, dass es sich perfekt als EDC eignet. Die Rede ist natürlich vom Spyderco Paramilitary 2. Und wie ihr sicher schon gesehen habt, stelle ich euch heute meine von Cuscadi gepimpte Version mit Griffen aus Norfolk-Tanne vor. Cuscadi nennt die Version übrigens Sauron, ich finde aber auch mit Aimudi ganz passend. Aber packen wir es doch mal aus. Das Messer wird in dieser Spyderco-typischen Verpackung geliefert, worin sich eine kurze Anleitung und natürlich das Messer an sich befindet. Es ist geschlossen 12,2 cm lang, 1,6 cm breit und 4 cm hoch. Die Klinge ist 8 cm lang und 3,5 mm breit. Mit den Griffschalen von Cuscadi wiegt es 103 Gramm. Dass das Paramilitary 2 so beliebt ist, hat mit Sicherheit viele Gründe. Einer davon ist der zumindest in Amerika vergleichsweise gute Preis. Da kostet das Messer umgerechnet 100 Euro. Und dafür bietet es eine hervorragende Verarbeitung und einige durchdachte Details, sodass es auch problemlos mit teureren Messern mithalten kann. Hier in Deutschland kostet das Messer allerdings um die 160 Euro. Wenn man die verwendeten Materialien und die gute Verarbeitung berücksichtigt, ist der Preis zwar durchaus noch angemessen, als wirklich günstig würde ich es aber nicht gerade bezeichnen. Allerdings ist das Messer auch durch die vielen kleinen Details sehr interessant. Da wäre zum Beispiel der hervorragende pulvermetallurgische S30V-Stahl, der eine sehr gute Schärfe annimmt, extrem lange scharf bleibt und sich dennoch vergleichsweise gut nachschärfen lässt. Und wie ihr sehen könnt, ist das Messer extrem scharf. Dazu kommt dann noch die hohe Flexibilität des Messers. So kann man es für die gröbere Arbeit weiter hinten oder für die präzisere Arbeit weiter vorne greifen. Und auch beim Gürtelclip ist man sehr flexibel, der sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder Tip-Up oder Tip-Down befestigt werden kann. Die Möglichkeit habe ich jetzt mit den Holzgriffen natürlich nicht mehr. Da ich persönlich Tip-Down bevorzuge und Rechtshänder bin, habe ich das auch so bei Cuscadi in Auftrag gegeben. Ein weiteres interessantes Detail ist die große Öffnung für das Paracord, durch die man auch problemlos ein doppeltes 550er Paracord durchfädeln kann. Und dann wäre da noch das perfekte Chimping in der Fingermulde und auf der Rückseite von der Klinge. Und hier zeigt sich mal wieder, dass Spyderco mitgedacht hat, denn das Chimping zeigt, wie ihr sehen könnt, in Richtung des Daumens, sodass es wirklich einen hervorragenden Grip bietet. Außerdem besitzt das Messer keinen gewöhnlichen Liner-Lock, sondern einen sehr robusten Compression-Lock. Dabei handelt es sich, etwas vereinfacht ausgedrückt, um einen Liner-Lock, der auf der Rückseite sitzt und nicht nur auf einer Fläche greift, sondern wie ihr auf dem Bild hier gut erkennen könnt, auf drei Flächen. Dadurch dürfte der Compression-Lock nochmal etwas sicherer verriegeln als ein gewöhnlicher Liner-Lock. Außerdem sind beim Schließen die Finger nicht im Klingengang. Als EDC-Messer muss er sich natürlich auch im Alltag beweisen. Also schauen wir uns doch mal an, wie er sich da so schlägt. Zum Beispiel beim Öffnen eines Briefes. Beim Schneiden von Gurke. Beim Schneiden einer Zwiebel beim Schneiden von Paracord und natürlich beim Schneiden von Karton. Wie
Wie ihr sehen könnt, ist das alles kein Problem für das Paramilitary 2. Aber als perfektes EDC muss ich natürlich auch draußen eine gute Figur machen. Daher werde ich jetzt mal in den Wald gehen und ein paar kleine Schneidtests durchführen. So, wie angekündigt bin ich jetzt für ein paar Schneidaufgaben im Wald. Sehen konntet, ging auch das wunderbar mit dem Paramilitary 2. An sich also schon mal eine gute Voraussetzung für ein perfektes EDC-Messer. Aber vergleichen wir es doch mal mit ein paar anderen Messern. Da gäbe es zum Beispiel das Pulforce Bravo 1. Das kostet ca. 130 Euro, wiegt in etwa so viel wie das Paramilitary 2 und ist geschlossen 1,2 cm kürzer. Allerdings bietet es nur einen mittelmäßigen 440C-Stahl, die Griffschalen sind aus Kunststoff und es wird in Taiwan gefertigt. Da weiß das Paramilitary 2 mit dem S30V-Stahl, den G10 Griffschalen und einer Produktion in Amerika doch etwas mehr zu überzeugen. Außerdem kann die Verarbeitung beim Bravo 1 nicht ganz mit der vom Paramilitary 2 mithalten. Und in meinem Fall hat, wie ihr hören könnt, die Klinge sogar etwas Spiel. Der große Vorteil vom Bravo 1 ist allerdings, dass es als Zweihandmesser in Deutschland ganz legal getragen werden darf. Und gerade bei einem EDC-Messer ist es ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Außerdem gefällt mir persönlich der dezente Gürtelclip etwas besser. Wobei das natürlich Geschmackssache ist. Wenn ich mir die verwendeten Materialien und die Verarbeitung ansehe, muss ich sagen, dass selbst bei den 30 Euro, die das Paramilitary 2 hier in Deutschland mehr kostet, es doch das etwas bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und ich habe mein Paramilitary 2 aus Amerika und damit sogar noch etwas weniger gezahlt als für das Bravo 1. Dann kann man es noch mit dem Zero Tolerance 0350 vergleichen. Wobei es mit 165 Gramm doch schon wieder etwas schwerer ist. Das 0350 kostet etwa 30 Euro weniger als das Paramilitary 2 und bietet eine vergleichbare Verarbeitungsqualität. Außerdem besitzen beide Messer den S30V-Stahl und haben normalerweise G10 Griffe. Wenn einen das etwas höhere Gewicht und die breitere Klinge nicht stört, macht man auch mit dem 0350 sicher nichts falsch. Der Vorteil vom 0350 ist der Assisted Opener, mit dem man das Messer auch mit Handschuhen problemlos öffnen kann. Dafür ist man weniger flexibel, was die Griffmöglichkeiten angeht. Alles in allem ist das Paramilitary 2 ein ausgesprochen gutes Messer, was nicht ohne Grund so beliebt ist. Allerdings gibt es auch ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich nicht ganz so zufrieden bin, beziehungsweise die es als EDC-Messer etwas einschränken. Als erstes wäre da, dass es ein Einhandmesser ist und somit in vielen Ländern Europas nicht ohne berechtigtes Interesse geführt werden darf. Zugegeben, die Wahrscheinlichkeit, dass man kontrolliert wird, ist relativ gering. Aber gerade bei einem EDC-Messer, was man ja jeden Tag dabei hat, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, doch mal kontrolliert zu werden. Ganz davon abgesehen bleibt natürlich immer das ungute Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, sodass ich persönlich als EDC ein Zweihandmesser bevorzuge. Bei dem Benchmade Mini Cryptillion hier zum Beispiel kann man ohne großen Aufwand die Daumenpins abschrauben und schon hat man das Problem nicht mehr. Die Möglichkeit hat man konstruktionsbedingt beim Paramilitary 2 natürlich nicht, was es in meinen Augen als EDC doch etwas einschränkt. Der zweite Punkt ist eigentlich kein wirklicher Kritikpunkt, sondern eher eine persönliche Vorliebe. Und zwar geht es um die Griffmulde auf der Klinge. Vielen gefällt das, weil man zum präzisen Arbeiten das Messer damit weit vorn greifen kann. Der Nachteil ist aber, dass ein Teil der Klinge damit nicht mehr zum Schneiden zur Verfügung steht. Das heißt, man hat beim Paramilitary 2 ein etwas größeres Messer, was dann aber nur eine vergleichsweise kurze Schneide bietet.
Wenn ich es mal mit dem Lone Wolf T2 hier vergleiche, dann ist das in etwa genauso groß, bietet aber eine 1,3 cm längere Klinge. Und auch beim T2 ist man ziemlich flexibel, was die Griffmöglichkeiten angeht. Man kann es auch ganz weit vorne greifen, wobei man natürlich etwas aufpassen muss, weil einem das Chimping vom Paramilitary 2 fehlt. Man kann es normal greifen oder man kann es auch hinten greifen, um zur Not auch mal kleine Hackarbeiten damit durchzuführen. Oder wenn ich es nochmal mit dem Bravo One vergleiche, dann ist das Bravo One 1,2 cm kürzer, hat aber eine bis auf wenige Millimeter fast genauso große Schneide. Und selbst wenn ich es mit einem eigentlich deutlich kleineren Messer, wie dem Small Sebenza hier vergleiche, dann ist das ca. 2,5 cm kürzer, wobei die Klinge gerade mal nur 6 mm kürzer ist. Natürlich ist man ja nicht mehr so flexibel, was die Griffmöglichkeiten angeht. Dennoch bevorzuge ich es persönlich eher, wenn die gesamte Klinge zum Schneiden zur Verfügung steht. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ist ja zum Beispiel bei Strider-Messern oder dem Bravo One nicht anders. Manche bevorzugen es einfach, wenn man das Messer weiter vorne greifen kann. Und andere bevorzugen eine größere Schneide. Und man muss natürlich auch sagen, dass man in der Praxis mit dem Paramilitary 2 wirklich hervorragend arbeiten kann. Der letzte Punkt, der noch erwähnt werden sollte, ist die Rückseite der Klinge, die relativ scharfkantig ist. Das ist ganz praktisch, wenn man es mit einem Feuerstahl zum Feuermachen verwenden möchte. Aber wenn man mal eine längere Zeit ohne Handschuhe damit schnitzt, fängt es irgendwann an, unangenehm zu werden. Beim Sebenza zum Beispiel ist die Rückseite der Klinge gerundet. Damit lässt es sich dann zwar wunderbar schnitzen, wobei das mit dem Feuerstahl natürlich schwierig wird. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Abgesehen davon finde ich aber absolut nichts, was mich an dem Messer stört. An sich ist es also durchaus ein perfektes EDC-Messer. Das heißt, wenn man in einem Land lebt, wo man es auch legal mitnehmen darf oder sich nicht an der Gesetzeslage stört. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.